Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu Bauvlog Nummer 22. Wir sind mal wieder auf der Baustelle, beziehungsweise Felix. Ich bin jetzt nur kurz hier zum Filmen, weil die Kleine unten ist und schläft. Sie ist nicht alleine, keine Sorge, aber damit ich dann da bin, gleich wieder. So, ich filme jetzt aber kurz einmal für euch. Nicht wundern, ich habe hier einen Kratzer. Und genau, Felix ist hier gerade im Gästebad beschäftigt. Das zeige ich euch jetzt einmal, bevor ich euch dann einmal wieder die ganze Wohnung zeige. Was hat sich doch schon einiges getan wieder. Seit dem letzten Baublock, der letzte war ja auch so richtig zusammengewürfelt, weil ganz viele Dateien verschwunden sind. Also ich habe total viel gefilmt, auch wie hier diese ganze Wand entstanden ist und so, habe ich alles gefilmt, aber alle Dateien waren auf einmal verschwunden, als ich geschnitten habe. Total merkwürdig und ich habe sie immer noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo die gelandet sind, aber egal. Es gibt jetzt also für euch den Baublock Nummer 22 und wir zeigen jetzt einfach mal alles, was passiert ist. Also hier ist der Felix gerade am Machen, im Gästebad. Unten sind wir hier und er hat jetzt hier im Gästebad einmal die Wand gedämmt, Schalung rauf, ein Kabel ist hier schon durch und hier macht er jetzt einmal USB, weil da muss ein Kabel, ein Rohr hin. Genau, also ein Rohr, das ist ein HT-Rohr, ne, oder? Ein HT-Rohr fürs Abwasser hin, ne? Weil hier kommt die Toilette hin und so. Blabla, und damit wir halt das von oben direkt hier durchziehen können, muss er jetzt einmal diese Ecke hier fertig machen. Und deswegen hat er das jetzt gestern hier einmal gemacht. Und dann haben wir auch schon ein bisschen grob geplant, wie das hier werden soll. Wie ist da die Toilette, ne, wo du gerade bist? Ja, hier in die Ecke die Toilette. Und hier wollte Felix, weil hier, ihr wisst überall, wo die Drehstreifen, ne, sind, muss ein Balken hin und der wäre ja sonst mitten im Raum und deswegen dachte Felix, machen wir hier so eine halbhohe Wand rein, wo der halt so drin verschwindet. Also er muss nicht hier hin, aber wenn er nicht hier hinkommt, dann muss er da ganz hinten an die Wand und sieht ihn dann an der Wand und er hätte dann auch diesen Quer, mhm. Ne, und das würde dann mit der Toilette stören, deswegen habe ich gesagt, hast du eine Abtrennung zwischen Toilettenbereich und Waschbereich. Ja, hier kommt dann Waschmaschine und Trockner hin an die Seite, weil das hier unten... Ja, das hier unten ist ja eher so, ja, man ist unten und muss mal schnell auf Toilette oder halt für Gäste und aber auch eher Waschraum, ne? Also hier dachte ich, dann kommt so ein großes Regal hin, wo man den auch Wäsche zusammenlegen kann. Da hinten kommt das Waschbecken, also sozusagen das Gästebadbereich hier hinten. Und hier vorne ist dann so der Wäschebereich. So haben wir das geplant gehabt. Im Moment ist es hier ja nur Werkstatt, aber Felix macht hier, wie gesagt, schon die Ecke fertig. Ja, ich glaube, ich muss hier doch die Werkstatt einstellen. Ja? Ja, weil guck doch, wie breit die Platte ist. Ich habe schon eine geschnitten, die passt da unten rein. Aber siehst du, das kommt nicht hin. Musst du den aber ein bisschen weiter rüber gucken, der geht ja noch ein Stück hier rüber. Oben, aber unten nicht. Da unten. Achso, ja, stimmt. Und ganz rüber geht gar nicht, weil da ist er fest. Hm. Stimmt. Mal gucken, ich zeige jetzt erstmal den Rest. Also erstmal hier die große Wand. Ne, die habt ihr das letzte Mal auch schon gesehen. Aber jetzt hat Felix auch noch die Decke gemacht hier zum Beispiel. Also hat hier die Decke gedämmt. Und hier eben auch schon Rigips gemacht. Ja, das war schon letztes Mal. Ja, das habe ich nicht gezeigt alles. Also. Das habe ich alles nicht gezeigt. Beziehungsweise habe ich es gezeigt, aber die Dateien sind wie gesagt verschwunden. Und hier ist halt überall jetzt noch Rigips. Das da kommt noch abgeschnitten, keine Sorge. Genauso wie da. Aber genau, hier ist eben alles fertig, außer da. Da müssen wir noch etwas abhobeln. Kann ich euch auch mal zeigen. Da, diesen großen Balken müssen wir noch so ein bisschen abhobeln und dann passt die auch genau hier hin. Und dann ist das auch schon zu. Ja, also so sieht das hier im Moment aus. Mit im Wohnzimmer. Und das da hinten kennt ihr schon. Das finde ich sehr schön fertig gemacht. Und dann kann ich euch ja wieder erzählen, ich habe es bereits schon mal erzählt, aber wir bekommen da etwas richtig Cooles hin. Kann ich euch mal mit euch wieder nochmal hinklettern da. Denn... Felix wollte so eine Art Balkon haben und deswegen dachte mein Vater sich, wir machen hier eine Dachterrasse hin. Und zwar kommt die Dachterrassentür hier hin. Hier so kommt die Dachterrasse hin, die Tür. Und da kommt ein Fenster hin. Und die Dachterrasse wird da unten sein. Seht ihr das? Wir haben hier so eine kleine, das ist die alte Maidkammer. Und da drauf kommt die Dachterrasse. Das heißt, wenn wir hier rausgehen, machen wir so ein kleines Podest, dass man eben auf die Dachterrasse kommt. Und dann haben wir da eine Dachterrasse. Ist das nicht voll geil? Genau, das ist nochmal so eine kleine Erneuerung, die wir jetzt gemacht haben. Wir sind jetzt dabei, die Dachterrassentür zu bestellen. Und der kommt hier eben noch das Fenster rein.
Warum kommen die Dachterrassentür nicht hier hin? Wegen dem großen Sofa. Das wird dann total stören. Und deswegen kommt die Dachterrassentür hier hin und das Fenster dahin. Das wollte ich euch nur kurz erzählen, aber dann nehmen wir euch natürlich auch noch mit, wenn das alles fertig wird. Ich wollte euch nur einmal sagen, dass wir da jetzt auf jeden Fall eine Neuerung haben und sich das eben verändert hat. Genau, hier sieht es wie gesagt so aus. Jetzt gehen wir nochmal in die Küche, weil die habe ich ja letztes Mal so grob gezeigt, aber auch nicht so richtig. Und genau, das sieht eben hier so aus. Wir haben hier ja die Griffe dran und die Arbeitsplatte sitzt. Guck mal, jetzt hat mein Vater hier schon abgeklebt, wo dann das Loch für die Spüle hin muss. Also hier muss halt noch das Loch reingesägt werden. Jetzt hat er das hier schon abgeklebt, das habe ich noch gar nicht gesehen. Aber jetzt kann man sich schon mal vorstellen, wo so die Spüle hinkommt, ne? Kann man sich, glaube ich, schon ganz gut vorstellen. Hier unten sind ja schon die Anschlüsse und so. Und hier hat mein Vater jetzt noch die Arbeitsplatte abgehobelt. Denn, das sieht man da, glaube ich, ne? Die Wände sind schief und die Küche natürlich gerade. Und deswegen haben wir hier hinten so einen Spalt drin, ne? Seht ihr? Und der muss halt weg. Und deswegen hobeln wir jetzt hier noch ein Stückchen weg. Also hier wird noch ein Stückchen gehobelt und dann wird die Küche einmal ganz rangeschoben sozusagen. Und dann ist das auch alles fertig, dann können wir die einbauen. Hier ist jetzt schon eine Steckdose dran, wie ihr seht. Hier die Steckdose, die erste. Und das heißt, jetzt kann auch die beiden Schränke können jetzt wieder zurückgeschoben werden. Und dann steht die Küche auch erstmal. Dann ist das schon mal fertig. Das muss natürlich auch noch eingebaut werden, das schöne Terranfeld. Und sonst, genau, wir haben ein Fenster hier. Habe ich euch auch noch gar nicht gezeigt. Also hier im Flur ist jetzt auch das Fenster drin. Das ist genau das gleiche wie in der Küche. Und das haben die Männer jetzt hier auch nochmal eben schnell. Ich glaube, es ging richtig schnell, wo die es eingebaut haben. Einmal eingebaut. Hat sich, glaube ich, nicht viel getan, außer dass hier oben noch gestrichen wurde ein bisschen. Kann ich euch auch mal zeigen. Also erstmal sind hier noch die... Was? Ja, schau dir noch was vor. Ja, gehst du heute hoch hier? Achso, ja. Hier sind noch Leisten dran, hier am Fenster. Müssen nur eingespachtelt werden. Hier wurde überall das zweite Mal gestrichen und so. Hier hat Felix jetzt auch schon gestrichen, gespachtelt und alles, ne? Alles schön weiß gemacht. Und heute geht Felix hier ins Bad. Und dann kommt hier Folie und Schalung ran. Und auch USB und so. Und oben an der Decke kann schon Drehgips. Genau, das wollte er heute noch machen. Aber sonst, glaube ich, habe ich euch alles gezeigt. So, Leute, ich habe jetzt hier den Rest gedämmt. Also sprich, alles, was jetzt an der hellen Dämmung drin ist. Die dunkle ist ja noch vom damaligen Ausbau, wo wir den Fußboden auch gelegt hatten. Hier habe ich jetzt nochmal die halbhohe Wand. Da war vorher so Jutongsteine, also Mauersteine im Prinzip. Die müssen natürlich auch gedämmt werden, weil wir da nur relativ dünne hatten. Und die hätten nicht die ganze... Kälte abgehalten. Dementsprechend haben wir jetzt noch ein bisschen Dämmung dazu gepackt. Und jetzt haben wir hier rechts die Folie angefangen gehabt. Das ist auch schon länger so. Und hier kommt jetzt der Rest mit Folie zu, so dass ich wie hier links Schalung vormachen kann. Und dass ich dann die Tage bald das Badezimmer anfangen kann, fertig zu machen. Der erste Bereich der Dampfsperre ist fertig. Ich muss jetzt hier links noch einen kleinen Streifen reinmachen und oben das ein Dreieck.
Und dann das Ganze natürlich noch verkleben, also im Prinzip so wie hier, damit wirklich nichts an Wärme und Kälte bzw. Winden durchgehen kann, sowie auch keine Feuchtigkeit. Wobei das an der Seite relativ unrelevant ist, weil das ein Trockenraum dahinter ist, der aber kalt ist. Dementsprechend haben wir trotzdem hier Folien alles vor, in dem Fall hier aber kann Feuchtigkeit durchkommen, dementsprechend muss es alles dicht sein. So, ich habe das Ganze jetzt einmal komplett zugemacht. Hier muss, wie gesagt, jetzt erstmal noch dieses Klebeband drauf. Bloß das Problem ist, wir haben momentan nichts da, das muss ich erst neu kaufen. Dementsprechend kann ich die Wand zum Beispiel schon mal gar nicht weitermachen, weil ich erst das Klebeband machen muss, bevor ich hier die Schalung drauf machen kann. Da sonst, sonst so kleine Stellen einfach undicht bleiben und das wollen wir ja nicht. Eigentlich gilt das gleiche hier auch, aber da das nur ein Spalt ist, sehe ich darüber jetzt hinweg und mache zumindest schon mal die Mitte. Hier ist schon mal ein bisschen Schalung rein. So, mein Lieben, ein neuer Tag und Felix hat gestern noch Schalung hier ran gemacht. Das habt ihr ja, oder die Folie habt ihr ja gesehen, aber er hat noch Schalung ran gemacht. Und heute ist er jetzt schon dabei, hier oben Regips zu machen. Grün, denn das ist Feuchtraumregips. Also fürs Bad braucht man so grün. Und genau, jetzt hat er hier schon ein Stückchen was geschafft. Und wird das jetzt noch weitermachen. Ja, und dann mal gucken. Was machst du danach noch? Heute Abend? Heute Abend klebe ich die Folie noch ab. Hatte ich auch schon gesagt. Stimmt, da ist noch ein Loch, sehe ich gerade. Ja, allgemein, ne? Ja, stimmt, alle Tackernadeln. Und dann da hinten noch USB ran. Das letzte Stück Decke, das weißt du. Ach, stimmt, da oben, ja. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt hier rechts anfangen musste. Eigentlich wollte ich das links machen, weil das deutlich einfacher ist und deutlich schneller ist. Ja. Dann hätte ich mich von links nach rechts rüber gearbeitet. Naja, dann mache ich jetzt erstmal das große Feld. Und wenn ich dann da USB reingemacht habe, die kommt eigentlich auch nur noch. So rüber, also dass es sozusagen dreifach abgesteppt ist. Aber hier ein tragender Balken ist, den wir nicht wegnehmen können. Kommt dann einfach so gegen. Und darauf kommt dann nachher der Regips. Genau. Aber erstmal USB, Regips. Wobei, oder Schalung erst und dann USB. USB alleine ist zu lose. Erst Schalung muss da ran. Hier ist nichts hinter, ne? Erst Schalung, glaube ich, hat Ralf geplant. Glaube ich. Ja, du machst das schon. Sieht schön aus hier, wenn das alles so weiß ist. Ich habe da hinten noch vorhin ein bisschen Acryl gemacht. Da so die Ecke und da so. Sieht voll kacke aus. Das da? Erspachteln, da kriegt man zu. Ja. Die Mitte, in der Mitte, zwischen der Zange, da kommt ja noch ein Stück Regips rein. Das habe ich da schon liegen. Ja. Das ist kein Problem, aber links der Rand, weil die Platte sind jetzt zu kurz geworden. Ja, die Platte. Bisschen zu kurz. Naja, passiert. Naja, so ist sie perfekt, ne? Gemessen habe ich gut, aber ich hätte sie länger machen müssen, damit das gepasst hätte. Ja, aber passt schon.